Jede Menge Schlagzeilen. Bundestag beschließt Ehe für alle. Endlich dürfen auch Priester heiraten. Nazi-Skandal in der Bundeswehr. Jetzt sollen alte Kasernen umbenannt werden. Aus der Rommel-Kaserne wird die Margot-Kessmann-Kita. Air Berlin in Konkurs. Damit ist Berlin jetzt die Stadt, wo die Airline schon pleite ist, bevor der Flughafen überhaupt fertig wird. Aber es gab auch gute Nachrichten. Frauen in Saudi-Arabien dürfen bald selber Auto fahren. Das kann unglaubliche Vorteile haben, ne? Gerade wenn man so voll verschleiert geblitzt wird. Aber auch außerhalb Saudi-Arabiens ist der Feminismus auf dem Vormarsch. In der SPD ist mit Andrea Nahles jetzt erstmals eine Frau Fraktionsvorsitzende. Also im Prinzip ist es wie immer, wenn die Männer den Laden vor die Wand gefahren haben, darf die Trümmerfrau ran und den Dreck wegräumen. Ich persönlich, ja, ich habe mir automäßig überhaupt nichts vorzuwerfen. Ich fahre ein total grünes Auto. Na, welches denn? Den Volvo XC90 4D. Das ist ja sogar ein Diesel-SUV. Ja gut, das könnte man jetzt behaupten, aber ich fahre den ja so gut wie gar nicht. Wann denn? Ja gut, zur Arbeit. Okay, also. Naja, und in Urlaub. Nee, ist klar. So, naja, und einmal die Woche zum Einkaufen. Ja, ja. Aber gut, dann immer auch die ganze Schleife zum Bioladen und zum Aldi. Nee, macht ja auch Sinn. Naja, gut. Und dann alle 14 Tage natürlich noch die Schwiegereltern besuchen. Ja, ja, klar. So, also. Und die anderen 14 Tage dann die Kinder. Mhm, ja, so. Ja. Also ihr seht, ne, ich fahre so gut wie gar kein Auto. Sag mal, war es das jetzt oder kommt da noch eine Überlandreise nach Indien dazu? Nee. Okay, also. Also erst nächstes Jahr.